Okay, ich weiß jetzt, was los ist. Der Chipschlüssel, den ihr gefunden habt, gehört vermutlich zum abgestürzten Frachter. Boss, haben Sie was von Jill und Parker gehört? Nein, noch nicht. Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Das klingt gar nicht gut. Sind die beiden denn okay? Ja, ich hoffe's. Wir haben schon so lange keinen Kontakt mehr zu ihnen gehabt, dass ich mir langsam Sorgen mache. Sucht ein Terminal am Absturzort und findet alles über Veltros Pläne raus. Der Absturzort ist da drüben. Na los! Grinder, wäre es nicht toll, wenn wir den Schlüssel zu dieser ganzen Sache finden könnten? Ziemlich hell für diese Uhrzeit. Deshalb heißt es wohl auch Mitternachtssonne. Dann gucken wir mal. BOWs! Ich wusste, dass sowas passieren würde. Nein, weil es Wölfe sind und ihre Schädel nicht platzen. Na los, Grinder, was machst du denn? Beruhig dich! Was ist denn los? Da war was! Mich hat was getroffen! Was? Da! Ich wurde geschlagen! Das war der unsichtbare Mann! Ich schwör's dir! Wirklich? Ein Hunter! Er ist verschwunden! Jetzt weiß ich, was auf den Bändern zu sehen war. Das war ein Geist, eine neue Hunterart. Danke für die Erklärung. Ich hab genug von dem Mist. Wohin soll ich schießen, wenn ich nicht fick? Und ciao! Bleiben noch? Keine Ahnung, man sieht wieder nicht. Oh, das nervt echt.
Ich glaube, es sind keine mehr da. Gehen wir zum Terminal im Flugzeug, bevor noch mehr Monster kommen. Okay. Hier scheint alles zu funktionieren. Hey, Quint! Mach deinen Job. Keine Gesprächsprotokolle. Ich versuch mal was anderes. Nur zu. Du bist gut mit Technik. Mit Frauen allerdings, naja. Grinder! Ja, was ist denn jetzt los? Wir müssen sofort das HQ kontaktieren. Das HQ? Hier ist O'Brien. Was? Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Gute Arbeit. Das klingt wie Musik in meinen Ohren. Sehr clever, wie du die Daten beschafft hast. Naja, ich hätte auch die Fahrzeit der letzten Route berechnen können, aber das hätte zu lange gedauert. Deswegen sagte ich ja, sehr clever. Du verstehst nicht. Ich habe überhaupt nichts berechnet. Wir sind nicht die Einzigen, die dieses Schiff suchen. Moment. Wovon redest du? Meinst du etwa, Veltru ist aus dem Versteck geflohen? Und jetzt suchen sie ihr eigenes Schiff? Genau das meine ich. Aber ich habe keine Ahnung, ob diese Informationen echt sind oder nicht. Na toll. Wir haben also keinen blassen Schimmer, mit wem wir es zu tun haben. Ganz genau. Und dieses Puzzleteil müssen wir unbedingt finden. Hier, Chris. Ich habe die Koordinaten. Das ist gar nicht so weit. Wir können schnell vor Ort sein. O'Brien, sind unterwegs. Bisher bei Resident Evil Revelations. Was hat so lange gedauert? Jetzt sind wir ja hier. Was ist mit Veltru? Direkt in die Tiefen der Hölle. Es ist ein Chipschlüssel. Es bedeutet, dass wir an die Daten des Frachters kommen. Was zum? Was war das? Boss, haben Sie was von Jill und Parker gehört? Sie sind inzwischen draußen auf dem Meer. Aber wir haben ihre Spur verloren. Hier ist Jackass. Ich habe die Koordinaten des Schiffes. Ich sende sie jetzt. Das ist gar nicht so weit. Hier, Chris. Ich habe die Koordinaten. Uns läuft die Zeit weg. Verdammt. Ryan, sind unterwegs. Sie sein.
Überall. Lass uns anfangen. Jo, dann fangen wir mal an. Sexy, sexy. Gute Frage. Wir müssen überall suchen. Klasse. Und wenn Velcro uns zuerst findet? Dann schnappen wir sie uns und fragen sie einfach. Diese Mutation ist neu. Das ist ein neuer Virus. Yeah.
Ich hoffe nur, Jill und Parker sind okay. Hier, Jackass. Wie sieht's aus? Hallo. Weißt du vielleicht, wo Parker und Jill sein könnten? Jessica? Ja. Warte! Wenn ich mir das Schiff so ansehe, scheint der Motor Probleme zu machen. Sie sind sicher im Kielraum und versuchen, ihn wieder in Gang zu setzen. Das könnte sein. Los, wir gehen runter. So an, schieß einfach! Schieß einfach! Thank you.
will diesen Virus also auf die Welt loslassen. Ja, und das Schiff ist bereits verseucht. Was Jill und Parker ein Empfangskomitee beschert hat. Yes.